Ja, Halleluja, gelobt sei Jesus, der Christus. Zur späten Stunde bin ich aufgewühlt, ist in mir, in meinem Herzen richtig was los. Durch Gespräche mit einem Gläubigen. Und ja, ich komme nicht zum Schlaf, weil das in mir rumort. Und deshalb dachte ich mir, lasse ich den mal frei im Lauf als dem Herrn, Gott zur Ehre. Und wer diesen Kanal kennt und auch die Videos, weiß Bescheid, dass uns als Brüder auf dem Herzen liegt, zur Buße zu rufen, zur Umkehr, zurück zur gesunden Lehre Jesu Christi, zur Bibel, zur Schrift allein. Und deshalb ist auch die Hoffnung, durch dieses Video, wie durch alle anderen Videos, dass es Menschen, die wirklich ernst meinen im Glauben, mit dem Herrn Jesus Christus, die erkannt haben, dass sie Gott nichts zu bringen haben, überführt worden sind durch sein Gesetz, erkannt haben, dass sie sterben müssen, das Todesurteil anerkennen, das Glauben, Buße tun, umkehren, Gott um Vergebung bitten. Und sich auch auf seinen Namen taufen lassen. Der Ursprung dieses Rufes war auch in meinem eigenen Weg so. Der Herr hat mir durch einen gläubigen Mann aufgezeigt, wer ich bin, sodass ich erkennen musste, ich habe nichts zu bringen. Ich muss Buße tun vor diesem heiligen, allmächtigen Gott. Und dadurch bin ich ein Kind Gottes geworden. Dem Herrn sei Dank. Und die Liebe beinhaltet halt auch, Wahrheit mit dem Nächsten zu reden, damit er erkennt, in welcher Situation er ist und er die Möglichkeit hat zur Buße. In diesem Weg des Glaubens hat uns der Herr immer wieder nur einen Ruf aufs Herz gelegt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und ich habe einfach mal einen Ordner ausgesucht, der in dem Laufe der Jahre entstanden ist, weil ich auch wieder ein Video geschaut habe, kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Wölfe im Schafspelz, sollte der hier auf YouTube gesperrt sein, könnt auf unsere Internetseite gehen, www.jesusderchristus.com. Da ist der Film auch herunterzuladen oder anzusehen. Und das, was uns so bewegt, ist vor allen Dingen auch, es wird ja immer davon gesprochen, in vielen Videos, in vielen Gemeinden, Endzeit, wann kommt die? Sind wir denn schon drin? Oder die Bibel davon spricht. Im letzten Gespräch mit dem Bruder musste ich auch so herzlich lachen, als er gefragt hat, die Bibel spricht davon, dass eine Menge falsche Propheten kommen werden zum Ende der Zeit, jetzt sagt ja die Schrift, falsche Christusse anstatt Christusse. Und ja, wann kommen die denn eigentlich? Und da muss ich dann immer so herzlich lachen. Also, es ist offenbar, das ist das, was ich lobe, was anhand der Schrift offenbar ist, dass wir mittendrin sind. Und zwar dem Ende ziemlich nahe. Weil überall Christen en gros, Gemeinden en gros, Konfessionen, Gemeinden, Kirchen, Sekten und überall wird verkündigt, dass da das Heil zu finden ist.
Überall wird verkündigt, wie ich die Bibel zu lesen habe, was ich zu halten habe, wo versucht wird, den Geist Gottes in eine Schublade zu stecken, ihn in eine Schablone zu packen, bloß weil sie selbst in einer Schablone festsitzen. Und dann ist mir die Endzeitrede eingefallen, hat letztens ein Bruder von mir ans Herz gelegt, warum das nicht einfach mal hochzuladen. Matthäus 24, das ist den Christen ja allgemein bekannt, die Endzeitrede Jesu, als ihn seine Jünger nach den Zeichen seiner Wiederkunft fragen. Und dann wird halt darauf eingegangen, Hungersnöte, Kriege und all diese Dinge, die da geschrieben stehen, die der Herr bezeichnet als Anfang der Wehen. Jedoch ist die erste Antwort, die der Herr gibt, die fromme Verführung. Und darauf wird am wenigsten eingegangen. Hier ist Christus, da ist Christus. Ich muss katholisch werden, um an dem Leib Christi teilhaben zu können, indem ich an Brot und Wein teilhabe, an dieser Eucharistie. Ansonsten bin ich Anathema. Die Charismatiker sagen, ich muss dahin. Die Zeugen Jehovas sagen, ich muss dahin. Brüder in meinen sagen, ich muss dahin, ich muss die Bibel so lesen. Jeder hat so seine eigene Lehrmeinung und Auffassung. Und ich muss wirklich sagen, dem Herrn sei Dank, hat er mich vor all diesem bewahrt. Ich kenne diese Richtung alle, hab das auch alle geprüft und auch viel dadurch durchlitten, muss ich sagen, bis zum heutigen Tag. Und das ist das, was mich auch gerade bewegt, dieses Video zu machen. Und das wird alles so verkompliziert. Anstatt an diesen einfachen, kindlichen Glauben festzuhalten. Denn alle wollen irgendwas sein. Lehrer, Propheten, Ausleger, Prediger. Und ich bin nicht. Wie Paulus jetzt sagt, ich bin der Allerelendste. Ich habe es ja nicht verdient. Das ist reine Gnade, aus seiner Liebe heraus. Und nun hat sich die Frage gestellt, na, wann kommen denn die ganzen Antichristen und falschen Propheten? Und seit knapp 20 Jahren bin ich jetzt im Glauben. Und das war der erste und bisher anhaltende Ruf, den uns der Herr aufs Herz gelegt hat. Tut Buße und geht aus von ihnen, mein Volk, damit ihr nicht teilhaftig werdet an ihren Gräueltaten und ihre Plagen empfangen werdet. Von wem spricht denn da der Herr? Hier ist Christus, da ist Christus. Dort muss ich Mitglied werden, dort muss ich was machen, dies muss ich tun, die Bibel darf ich nur so lesen, diese Schablone muss ich, ansonsten kann ich die Bibel nicht verstehen. Das ist alles ein Irrtum. Weil der Geist Gottes, Gott selbst, lehrt die Kinder Gottes durch sein Wort. Das ist der Schlüssel. Christus in mir. Eine neue Kreatur. Und Zettel, die wir verteilt haben, wo sind denn nun die ganzen Antichristen, falschen Propheten? Also, wir haben Zettel verteilt, wie zum Beispiel diese hier. Keine, da steht drauf, keine Organisation, keine Kirche, keine Sekte, keine Religion, Stiftung, Brüderschaft, Bündnisse, Vereine, Ökumene, falsche Propheten, Pfaffen, Priester, Rabbiner und Pastoren, Irrlehrer und blinde Blindenleiter. Sondern ein Warnruf aus tiefstem Herzen, dich zu warnen vor diesen Wölfen und Schafspelz, die es nicht nur auf dein Geld, sondern auch auf deine Seele abgesehen haben. Deshalb gehe aus und sondere dich ab, um auch andere zu warnen. Prüfe in der Bibel und wende dich zum wahren und lebendigen Gott und lass dich mit ihm versöhnen durch das Blut Jesu Christi. Gott will Kinder, kein Verein. Da gibt es viele Früchte, die das offenbaren, dass dort der Abfall bereits längst stattgefunden hat. All diese christlichen, und ich rede nur von christlichen, Organisationen, Vereinigungen, Körperschaften des öffentlichen Rechts,
sind Kompromisse mit diesem Weltgeist eingegangen, um bestehen zu können, um den Schutz der Obrigkeit in Anspruch zu nehmen. Und dabei kommen dann so Früchte bei raus, wie zum Beispiel diese hier. Wer das nicht erkennt, das sah früher mal so aus. Das ist ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell waren. Damals waren es 1500 Kinder pro Tag in Deutschland, die lebendig im Mutterleib zerstückelt werden. Nennt man soziale Integration. Es gibt viele andere Früchte, wie zum Beispiel das Krieg als Ultima Ratio, dass es auch durchgeht und so weiter und viele Dinge mehr. Das sind aber letztendlich nur Früchte, die aufzeigen, dass die Wurzel nicht stimmt, die Grundlage, das Fundament, die biblische Lehre verlassen worden ist. Und an diesen Früchten ist es zu erkennen. Das sind aber die, die auf der Kanzel stehen und die Nächstenliebe Christi verkündigen. Aber auch das ist ja schon vorbei. Es geht ja nur noch um Solidarität, um Brüderlichkeit, Einheit, Friede und Gerechtigkeit. Und Christus wird immer mehr beiseite geschoben. Es geht eigentlich nur noch um theologische Auseinandersetzungen. Aber das, worum es eigentlich geht, Christus allein, das wird immer mehr beiseite gerückt. Und das ist das, was mich ja, ziemlich bewegt. Wann ist denn nun die Endzeit? Wann kommen denn nun die falschen Propheten, die Antichristusse? Wir sind mittendrin. Der Abfall ist schon längst geschehen. Und deshalb ist und bleibt dieser Ruf bestehen, tut Buße und geht aus, mein Volk. Gott will Kinder, kein Verein. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann würden meine Jünger jetzt darum kämpfen, dass ihr mich nicht übergeben werdet. Und dazu ist jeder recht herzlich eingeladen, ein Kind Gottes zu werden. Diese ganzen Vereinigungen, Verbindungen zu verlassen, Wahrheit mit seinem Nächsten zu reden, weil wir sind hier Fremdlinge und Pilgrime auf der Durchreise, sich selbst zu verleugnen. Jeder, der mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Darum geht es. Und es geht nicht um theologische Fragen. Mich regt es halt nur so auf und macht mich unwirsch, wenn ich sehe, was das für Auswirkungen hat, wenn Menschen die Grundlage, die Bibel verlassen, anstatt dieses wunderbare, herrliche Wort anzunehmen, sich daran zu erfreuen und den Segen Gottes zu erleben, indem man sein Wort hört und danach tut. Dann ist es ein Segen. Wer aber sein Wort nur hört und nicht danach tut, der betrügt sich selbst. Es gibt so viele wunderbare Rufe, die wir ja, ausrufen durften. Zum Beispiel hier, Vorsicht Ökumene. Wenn ich zur katholischen Kirche gehe und möchte mein Kind abtreiben lassen, dann sagen die, das können wir nicht tun, aber da gibt es evangelische Einrichtungen, Diakonien und das sind Erfahrungsberichte auch von einer gläubigen Frau, die mir gesagt hat oder uns gesagt hat, dass es einfacher ist, als sich bei einer Krankenkasse eine Brille zu besorgen, sich da die Bescheinigung zu besorgen. Bei einer evangelischen Kirche, Evangelium, das Wort vom Reich Gottes, der frohen Botschaft, der Versöhnung mit Gott, man also zu einer evangelischen Einrichtung gehen kann und dort kriegt man dann eine Bescheinigung und dann darf man das in diesem Land straffrei tun. Aber wie gesagt, das sind nur Früchte. Und das, was dabei rausgekommen ist, dass der Mensch diese Kompromisse eingegangen ist und sind, damit sie bestehen können, muss auch an der Lehre rumgeschnippelt werden, muss in eine Schablone gepackt werden, dass bestimmte Zeiten mich ja nicht mehr angehen, dass das für mich ja nicht mehr zutrifft und das kommt dabei raus und das macht die Menschen irre, das erlebe ich.
Aber es ist die Zeit, an dem es offenbar wird. Auch da haben wir einen Flyer und das steht in der Bibel. Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen. Nun aber gebietet er an jeden, an allen Enden, Buße zu tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den, den er von den Toten auferweckt hat, als Richter bestimmt hat, der über die Toten und über die Lebendigen richten wird. Und dann wird es offenbar. Und da ist meine Hoffnung, unsere Hoffnung, dass jetzt, heute ist der Tag des Heils, heute, so ihr meine Stimme hört, die Menschen endlich anfangen, ernst zu machen und sich nicht irre machen lassen. Hier ist Christus, da ist Christus, genau darin leben wir, in dieser frommen Verführung. Und keiner bekommt es mit. Der Herr sagtet ja auch, meint ihr, der Menschensohn wird Glauben finden, wenn er wiederkommt? Obwohl wir Hunderttausende, Millionen von Christen auf dieser Welt haben, stellt er diese Frage. Meine Hoffnung ist und bleibt es, noch ist Gnadenzeit, noch ist Raum zur Buße, aber die Zeit ist nahe herbeigekommen. Die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm. Die Welt verändert sich gerade, das ist offensichtlich für jeden, der da genauer hinschaut. Und wir müssen uns davor auch nicht fürchten, das sagt der Herr auch. Aber da beginnt genau der Weg des Lammes, indem man das, was ein Herr da aufs Herz legt, ausspricht. Der Herr ist gekommen in diese Welt, um ihr zu bezeugen, dass ihre Werke böse sind und hat ihr einen Ausweg aufgezeigt. Das Einzige, was die Welt übrig hatte, war dafür der Hass, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sein Blut komme über uns. Und haben ihn ans Kreuz genagelt. Dem Herrn sei Dank, das ist ein Teil seines Ratschlusses, dadurch darf ich Frieden mit Gott haben, durch das Werk Jesu Christi. Das hat er halt zuvor gesehen, dass der Mensch sich dafür entscheidet, weil er sein eigenes Leben schützen will, weil er sich selbst leben will, nach seinen eigenen Maßstäben leben will, weil er meint, selber Gott zu sein, der Lüge des Teufels voll auf dem Leim gegangen ist. Und von daher ist und bleibt der Ruf derselbe. Und deshalb, egal welcher Lehre ihr anhört, egal welche Brille ihr aufhabt, nehmt sie ab, tut Buße, ruft den Namen des Herrn an und lasst euch versöhnen mit Gott. Denn alles andere wird euch nicht durch die Zeit, die jetzt angebrochen ist, durchtragen. Keine Gemeinde, kein Bibellehrer, kein Pfarrer, keine Konfession, kein Sabbat, das wird euch alles nichts helfen, wenn nicht ihr ganz persönlich Christus in euch wohnen habt, wenn ihr nicht gerettet seid, wenn ihr vertraut auf Menschenwort, auf Menschenlehre, auf all diese Verbindungen, auf all diese Bündnisse, die den Herrn mit Füßen treten, anhand dieser Früchte ist es offenbar, dann werdet ihr den, der da kommt, der sich als Gott ausgibt, voll auf den Leim gehen. Und die meisten sind ihm schon auf den Leim gehen. Ansonsten würden sie sich so nicht verhalten. Und es wird so weit kommen, dass die, die die Kinder Gottes töten, meinen werden, sie tun Gott einen Dienst damit. So weit wird dieser fromme Verfall voranschreiten. Und jeder, der den Fußtapfen des Lammes folgt, erlebt es doch schon. Sobald er dem Geist Gottes Raum gibt und Wahrheit mit seinem Nächsten redet, aus Liebe, in Liebe, durch die Liebe, damit er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und die Möglichkeit hat, umzukehren. Und das in aller Deutlichkeit.
Stephanus. Wie lange widerstrebt ihr den Geist Gottes, ihr Unbeschnittenen an Herzen und Ohren? Der Herr war außer sich bei religiösen Verführungen, ihr Schlangenbrut, ihren Ottern gezischt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Deshalb, ihr Lieben, das lag mir noch so auf dem Herzen und wünsche euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr rauskommt aus eurer ganzen theologischen Blase, aus diesem ganzen Gebilde, weil es wird alles keinen Bestand haben. Genau deshalb waren es nachher religiöse Menschen an vorderster Front, die sich, wer Ohren hat, der höre, mit dieser weltlichen Obrigkeit eins geworden sind, um Christus auszuschaffen. Und all ihr die, die ihr euch Gemeinde Christi nennt, aber letztendlich eure Gemeinde darauf beruht, dass ihr eine Körperschaft, das ist ein Leib, des öffentlichen Rechts seid, Kompromisse eingeht mit dieser Welt, sprich mit diesem Weltgeist und dementsprechend auch nicht die Wahrheit so verkünden könnt, wie Gott es eigentlich will. Die Brüder, die haben den Erdkreis zum Erbeben gebracht mit der Botschaft Jesu Christi. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Diese ganze liberale Theologie, das hat nichts mit Christus zu tun, aber auch rein gar nichts. Im Gegenteil, sie tritt das Werk Jesu Christi mit Füßen. Wach zu werden, solange es noch Tag ist. Na gut, ihr Lieben, ich gebe noch viel mehr zu sagen, aber wie gesagt, der Kanal ist voll davon. Ich wünsche euch gottesreichen Segen, Herzensohren und Herzensaugen beim Prüfen dieser Videos, des Wortes Gottes, seines Weges, unseres Weges, um selbst zu überprüfen, ob man in diesen Fußtapfen wandelt. Zumindest ein Herz dafür hat und zu sagen, ja, Amen. Weil das Wollen und Vollbringen, das schenkt der Herr. Wichtig ist, dass man anfängt, sich selbst zu verleugnen, nach seinen Maßstäben zu leben, seinen Richtlinien und Gott endlich Recht gibt. Und dann ist es ein Segen für einen jeden, der das hört und für einen jeden, der das sieht. In dieser Gesinnung euch gottesreichen Segen und Frieden in Jesus Christus. Halleluja. Amen.